Herzlich willkommen bei den Möbelmachern zum Newsletter 183, bei dem wir das bisher noch ungelöste Filmrätsel aus dem letzten aufklären. Zurück also zum Asterix-Rätsel, da machen hoffentlich wieder alle mit. Die Fragebögen unseres Jahrbuchs sind ausgewertet, die Preise bereits verteilt, aber alle Teilnehmerinnen können beim nächsten Besuch ein Brotzeitbrettchen mitnehmen. Wir kommen auf eine Kundenzufriedenheit nach Schulnoten von 1,13, freuen uns über den preisgekrönten Bilder im Blockhaus mit den Kängurus oder in der Dachschräge und sind erleichtert, dass uns der befürchtete Shitstorm erspart blieb. Denn niemand, also wirklich keine Frau, kein Mann und kein nicht-binärer Mensch, hat für die Löschung der von der Jury der Neumarkter Nachhaltigkeitspreises als sexistisch kritisierten Stehbildfotos gestimmt. Sogar Dr. Franz Ehrensberger, der Preisgründer selbst, distanzierte sich von der Entscheidung. Es kamen interessante Kommentare zum Nachlesen. Wir bedanken uns für den wunderbaren Brief unserer Küchenkunden in Schleswig-Holstein, wo es so flach ist, übrigens Asterix-Rätsel, dass wir unseren Besuch zur Einweihungsfeier nicht mal anmelden müssen, denn man sieht uns schon rechtzeitig kommen. Das Schönste an unserer Arbeit ist das Kennenlernen von besonderen Menschen. Gegen alle ungeschriebenen Möbelmachergesetze haben wir unsere Rüster-Ausstellungsküche schon bei Kunden montiert, bevor unsere neue Küche fertig ist. Die Devise »Erst Küche, dann Kind« war Argument genug. Dafür sind jetzt zwei Einbauweinkühlschränke, ein Schockfroster und ein Kombidampfgarer günstig abzugeben. Unser Langstrecken-Olli baut für sich selbst attraktive Möbel und hat unsere Kirschbaumreste kreativ zum Massivhocker verarbeitet. Der gefällt uns jetzt so gut, dass sie schon stichhaltige Gründe anführen müssten, warum er bei ihnen besser aufgehoben wäre als bei uns. Unser Polstermöbelhersteller Jori hat ein grandioses Video veröffentlicht. Manche behaupten allerdings, es zeigt die Notlösung, weil aktuell die Lieferzeiten für Polstermöbel, übrigens bei allen Herstellern, ziemlich lang sind. Wir schlagen also einen kleinen Trick vor. Ihren Traumsessel einfach einige Wochen früher zu bestellen, dann gleicht sich das wieder aus. Wir haben schon vor Jahren die Kochend-Wasser-Armaturen von KUKA montiert. Nachdem wir in Untergrumbach jetzt an die neue Trinkwasserleitung angeschlossen wurden, haben wir ihn jetzt auch in unserer Ausstellung zum Testen. Außerdem liefert er auch gekühltes, stilles oder Blubberwasser. In kleiner Runde haben wir den erfolgreichen Jahresabschluss rund um einen Parmesanleib mit Nudeln gefeiert. Die Geschenke übergab diesmal ein sehr kleiner Weihnachtsmann. Gerne beantworten wir alle Fragen zur Quelle und Zubereitung. Im Video ist das meiste gut zu sehen. Durch einen lustigen Zufall kamen wir auf dem Weg über unsere Betten aus Zirbenholz, und warum wir den Hype darum skeptisch sehen, zu einem spannenden Regionalroman aus dem Allgäu und dem Zillertal von Sven Kellerhoff, den wir im Blog rezensiert haben, weil wir beide Regionen so mögen und dort gute Freunde und Kunden haben. Für eine 20 Jahre Chitta-Slow-Chronik haben wir aufgeschrieben, was wir mit Presse, Radio und Fernsehleuten alles erleben durften. Und auch hier gilt, wie schon bei den Kunden, der Satz von Guy de Maupassant: Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Melden Sie sich einfach, wenn Sie Weinkühlschränke oder diesen Schreibtisch für zwei unserer Kunden oder was auch immer Ihnen vorschwebt, brauchen könnten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bis bald. Ist Heimat etwas, was mehr als ein Zuhause ist, mehr als eine Wahlheimat, was vielmehr auch eine Art kultureller Prozess ist. Und da komme ich auch gleich zu sprechen.